Herr Dr. Chani, Hallo. was ist eigentlich ein Inlay? Ein Inlay ist eine große Füllung, aha, was unser Zahntechniker macht. Und wir müssen nur die innere Zahn präparieren, okay, für ein Inlay. Wir können das also hier sehen. Nur der innere Zahn präparieren. Wird präpariert. Ja. Die Höcker links und rechts bleiben und das Inlay kommt praktisch in die Mitte rein, das ist dann dieses Teil hier, ja, was dann reingesetzt wird. Okay, also ist ein Inlay eigentlich nur aus ästhetischen Gründen, macht man das nur aus ästhetischen Gründen? Nicht nur ästhetisch, sondern wenn wir Karies haben oder wenn wir möchten eine wurzelbehandelte Zahn ersetzen, dann können wir auch einen Inlay oder Onlay machen. Ah, Onlay, das gibt es auch noch, Onlay. Was, ja, ist der Unterschied? Der Unterschied, wenn wir die Höcke oder die Küspe präparieren, ja, nicht nur die innere Seite, den Zahn, dann heißen wir das Onlay. Ah, also auch, genau, der Inlay ist nur hier in der Mitte sozusagen. Ja. Und der Onlay geht dann auch über diese, ja, in dem Fall vom Backenzahn, ja, vier Höcker drüber. Ja. Aber im Vergleich, es ist eben wirklich nur der obere Teil, die Oberfläche, während eine Krone. Dann wir müssen ist rund, ja, um den das Zahn rundherum präparieren. Ist viel mehr. Ja. Da bleibt nur noch ein Stumpf und drumherum wird der, ja, Zahn gemacht, während das hier, okay, das ist nur die Oberfläche. Und aus welchem Material machen Sie diese Inlays und Onlays? Aus ästhetischer Keramik. Ästhetischen Keramik. Ja. Okay. Und das machen Sie hier auch bei Sie. Ja, natürlich. Gut, vielen Dank. Bitteschön.